Die Kuh, die brunzt gerade richtig an runter. Die Saudi. So, servus und hallo zu einer neuen Folge auf dem Donny Danger Racing Team Kanal. Ich möchte jetzt aber ein neues Video machen und die versprochene Liste durchgehe mit den 5 besten und 5 schlechtesten Mopeds, die ich jemals gefahren bin. Es gibt bestimmt noch schlechtere oder noch bessere, aber die bin halt nie gefahren und von dem her kann ich da nichts erzählen drüber. Meine Frau ist auch dabei. Muss dir grüßen, liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke drücken. Die Kuh, die brunzt gerade richtig an runter. Die Saudi. Und da würde ich sagen, dann machen wir jetzt eine kleine Fahrt und dann werden wir mal die Liste da abarbeiten. Ich möchte jetzt in der Folge, schau hier, was machen. Die Saudi, ja? Richtige Dreckhammeln. Naja, ich möchte jetzt in der Folge damit anfangen mit den 5 besten. Ich weiß, wahrscheinlich die 5 schlechtesten werden wahrscheinlich mehr geklickt werden, weil der Mensch halt leider so tickt. Aber wie gesagt, wir machen jetzt mal. Wollen wir da rechts fahren? Ja, Vorsicht, Katze. Ja, hab ich schon gesehen. Weil der Mensch halt leider so tickt, aber wir haben ja halt positiv eingestellt, so spät am Abend. Deswegen machen wir jetzt die 5 besten Mopeds, die ich jemals gefahren bin. Uiuiuiui. Wollen wir schauen, dass wir uns nicht vorher umbringen. Also, anfangen möchte ich in der Liste mit der Kawasaki ZX-10R Baujahr 2005 bzw. 2004-2005 Baureihe. Ich rede jetzt von der 2005er, weil ich die 2005er gehabt habe. Die 2005er war ein richtig rohes, geiles Moped. Ohne Traktionskontrolle, ohne Willi-Kontrolle. Sau leicht. Geile Materialien verbaut. Das waren die Baujahre, die wo noch serienmäßig Titankrümmer gehabt haben und so weiter und so fort. Also feinste Ware verbaut. Die hat ja serienmäßig nicht mehr einen Lenkungsdämpfer gehabt. 175 PS, ich glaube trocken hat das Ding gehabt, 170 Kilo. Ohne elektronische Helferlein. Das war das Moped, was mich derartig aufgestellt hat damit. Das war beinahe mein junges Motorradfahrerleben beendet hätte. Da hat es mir nämlich derart zerfetzt mit dem Teil. Das spottet ja jeder Beschreibung. Das wäre aber schon wieder mal ein eigenes Video. Darauf möchte ich es nicht eingehen, auf den Crash. Auf jeden Fall, das war eins der wenigen Mopeds, die ich nicht verkauft habe, sondern die im Mülleimer gelandet ist, beziehungsweise im Altmetallcontainer. Weil die war wirklich, also das größte Stickel hat in so eine Eurokiste reingepasst. Von dem her ist da nichts mehr über. Dreh den Swag auf! Kurz so Willi, gell? Fantastisch. Warum ich das auf die Liste genommen habe, warte, ich muss noch mal anmachen. Dreh den Swag auf! Da ist mir schon zu dunkel, da sehe ich nichts mehr, wenn der Scheinwerfer in die Luft leicht. Aber schön ist da schon, gell? Also nochmal ein Versuch, warum ich das in die Liste der 5 besten Mopeds mit reingenommen habe. Weil es einfach ein rohes, brutales Moped ist. Das ist halt nichts für Fahranfänger. Das ist halt wirklich was für harte Burschen und harte Mädels. Und deswegen fasziniert mich das Moped so. Weiter geht's mit der CBR, Honda CBR SC28 Fireblade. Da kannst du dann auch mitreden, weil da habe ich meine Frau schon gehabt, beziehungsweise damals war es noch nicht meine Frau, sondern meine Freundin. Gell? Ja. Schaut sie? Ja. Ich höre zu. Ja, so. Ja. Auf jeden Fall Honda SC28 Fireblade möchte ich fast aus dem gleichen Grund in die Liste mit aufnehmen. Nicht, weil die so viel Leistung gehabt hat wie die ZX-10R, sondern weil es eben auch ein Moped war, das wo extrem roh war. Das hat keine
Traktionskontrollen gehabt, keine Wheelie-Kontrollen. Gut, Wheelie-Kontrolle hast du jetzt auch nicht wirklich braucht, die hat jetzt nicht so viel Dampf gehabt. Speziell bei meinem Moped habe ich verbessert. Ein 17 Zoll Vorderrad, weil 16 Zoll sind ja da Serie. Was ja eine ziemliche Vollkatastrophe ist bei der Reifenwahl. Und später in meinem Besitz hat sie dann nur eine Upside-Down-Gabel von der SC50 Fireblade gekriegt. In Verbindung mit den, ich glaube, das waren sogar, was waren das für Bremsscheiben? Ich glaube, das waren sogar 340er Bremsscheiben, konnte es sein. Oder 330er, 320er, nein, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall mit dessen Bremsscheiben. Und dann hat es auch ordentlich gebremst. Wir haben mit dem Moped so viele Sachen erlebt. Von dem her ist mir das so ans Herz gewachsen, das Moped. Obwohl es jetzt nicht die stärkste war und nicht die hat nicht das beste Fahrwerk gehabt, aber wir haben damit so viel Leute herbrennt. Wir haben es richtig fliegen lassen mit dem Teil. Und es hat gleich doppelt Spaß gemacht, weil wir eigentlich untermotorisiert waren, ein mieses Fahrwerk vergleichsweise gehabt haben zu den anderen Mopeds. Aber wir haben es trotzdem alle vernichtet. Und deswegen auf Platz, naja, ich weiß gar nicht von was für einer Richtung, dass ich die Liste eigentlich anfange. Sagen wir mal auf Platz, naja, fangen wir von, wo fangen wir denn an? Warte, da machen wir einen kleinen Ringelpitz mit anfassen, da drehen wir eine kleine Runde. Fährst du quer, siehst du mehr. So, auf Platz 3 haben wir, das Moped bin ich nur einmal kurz gefahren, ich habe es leider selber nie besessen. GSX-R 1000 K5. Und zwar, da muss ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Das Moped hat den legendärsten Motor, meiner Meinung nach bis jetzt, in allen Superbikes. Und zwar ist der Motor einfach für die Landstraße das Beste, was Suzuki eigentlich immer gebaut hat. Weil er halt nicht nur Spitzenleistung hat, sondern auch eine wunderbare Mitte und von unten raus gut beschleunigt. Hat 178 PS Spitzenleistung, aber über das ganze Drehzahlband einfach viel schöner verteilt, wie das die heutigen Mopeds halt haben. Von dem her, ja, kompakte Bauweise, mir fast etwas zu kompakt. Man sitzt also schon mehr drauf als im Moped drin, im Vergleich zur ZX-10R. Weil damals war die Entscheidung, was für Moped kaufe ich denn? Die ZX-10R oder die K5 GSX-R? Und es ist die ZX-10R geworden, einfach aufgrund von der Sitzposition. Weil die Kanzel halt vorne noch ein bisschen hast und mehr auch schon auf dem Moped, aber trotzdem ein bisschen im Moped mehr noch drin, wie im Vergleich zur K5 GSX-R 1000. Ja, eigentlich gibt es dafür nicht viel mehr zum sagen. Es gibt ja detaillierte Reviews zu allen Mopeds, die jetzt da in der Liste vorstellen, aber um das soll es ja gar nicht gehen. Es ist einfach nur ein kleiner Abriss von den Mopeds sei, was ich am besten gefunden habe, die mir bis jetzt gefahren haben. Dann auf Platz Nummer 4 oder Platz Nummer 2, je nachdem, wie rum dass man die Listen sehen will, die Ducati Multistrada V4 S, oder war das die S? Ja, auf alle Fälle Ducati Multistrada V4 in der Vollausstattung. Dort haben wir die Möglichkeit gehabt, am Highbike Testzentrum das einen Tag zu fahren, das Moped. Und von dem Moped war ich wirklich so begeistert wie von selten am anderen Moped. Weil auf das Moped, da hast du die drauf gesetzt und hast dich von der ersten Sekunde an wohlgefühlt. Auch du als Beifahrerin, gell? Ein Traum. Und da sind wir den Silvretta Pass gefahren und haben so ein schönes Erlebnis gehabt mit dem Moped. Was natürlich auch immer mit reinspielt in die Bewertung von der Emotionalität von so einem Moped. Allerdings war es halt ein technisch wunderbares Moped. Hat mir riesigen Spaß gemacht. Wenn ich jetzt die knappen 30.000 Euro, was das Moped leider kostet, über hätte, dann würde ich es sofort kaufen. Aber es ist halt wirklich für so ein Moped ein Haufen Geld. Von dem her als dritt, viert, fünft Moped ist mir einfach zu teuer.
und ist auch gebraucht noch ziemlich ja, hochpreisig. Von dem her werde ich es mir jetzt so schnell nicht zulegen, weil ich dafür ein anderes Moped hergeben müsste und das nicht machen möchte. Und da haben wir auch schon beim Platz 1 auf meiner Liste. Und zwar, da dürft ihr mich nicht falsch verstehen, ich rede da nicht von dem serienmäßigen Moped, sondern ich rede von dem Moped, so wie es hier steht. Beziehungsweise so wie es hier gerade fährt und auf dem wir sitzen. Von der Super Duke 1290 Generation 1. KTM 1290 Super Duke Generation 1, so wie ich sie mir jetzt hier aufgebaut habe. Und zwar muss ich da auch nochmal ein separates Video drüber machen, speziell über dieses Moped, so wie sie jetzt ist, mit den ganzen Verbesserungen. Auf alle Fälle hat es für die Kurvenräuberei und die zügige Landstraßenfahrt, so wie Sperenzien machen, Wheelies fahren und so weiter, bin ich noch nie ein besseres Moped gefahren wie die Super Duke. Zum zu zweit fahren, lasst es drüber streiten. Ja. Meine Frau ist nicht sonderlich der Fan von dem Moped, weil es ja doch auch schon ganz schön eine Rappelkiste ist, das muss man schon zugeben. Also es scheppert und knallt und rumpelt und vibriert ohne Ende, das ist jetzt nichts für die lange Tour. Rein von der Sitzposition her schon, also es ist jetzt nicht unbequem zum Sitzen, aber sie treibt halt, also sie möchte gefahren werden, das Ding, sie möchte geprügelt werden. Allerdings, es ist halt ein richtiger Spaßbringer und macht Freude ohne Ende, wenn man das artgerecht bewegt. Wenn man einfach nur in der Gegend rumkutschiert damit, dann ist er echt ein Albtraum, das muss man wirklich sagen. Besonders in der Konfiguration, so wie ich die jetzt aufgebaut habe. Aber wie gesagt, dazu machen wir separat nochmal ein Video. Das soll es jetzt eigentlich schon gewesen sein, es ist ja schon so dunkel jetzt, dass man wahrscheinlich fast wieder nichts mehr sieht. Der Mond ist auch schon heraus. Die Frau war wieder ziemlich schweigsam bei dem Video. Klar, ich habe ja ohne Punkt und Komma geratscht. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann mit den 5 schlimmsten Mopeds, die ich jemals gefahren bin. Wenn euch ein Moped in der Reihe jetzt besonders interessiert hat, natürlich kann ich zu jedem Moped mehr erzählen, als wir jetzt nur diesen kurzen Abriss. Dann schreibt es mal in die Kommentare rein, dann mache ich nochmal eine extra Folge für das jeweilige Moped. Und ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao, servus, macht's das gut und allzeit gute Fahrt. Was muss man sagen? Schatzi. Ja, warte, muss ich überlegen. Ja. Nein, was? Liken, abonnieren, kommentieren und die Glocke drücken. Ja. Fast. Liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke drücken. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, macht's das gut. Bis zum nächsten Mal. So.